wünsche euch jetzt gute Nacht. Ihr habt den schönen langen Tag gespielt und gelacht. Auch mir fallen gleich die Augen zu, ich roll den Rüssel ein und kuschle mich warm zugedeckt wie ihr ins Bett hinein. Schlaft, meine Lieben, schlaft ein. Schlaft ein mit meinem Terror. Ob es heute am Nikolausabend auch eine Nikolausgeschichte zum Einschlafen gibt? Mal sehen. Ja, und sie heißt Guten Abend, Nikolaus. Lustig, lustig, tralleralala, heut ist Niklausabend da, heut ist Niklausabend da. Ja, heute ist Nikolausabend. Benjamin und Otto sitzen um den Adventskranz im Elefantenhaus und warten auf den Nikolaus. Oh, da ist er schon. Von draus vom Walde komm ich her. Ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr. Guten Abend, Nikolaus. Komm doch herein. Und der Nikolaus kommt herein. Er setzt sich in Benjamins Schaukelstuhl und schlägt sein großes, dickes Buch auf. Hast du auch ein Gedicht für mich gelernt, Otto? Klar, Nikolaus. Ach du lieber Nikolaus, komm doch gern in unser Haus. Die Rute braucht hier nicht ein Kind, weil hier nur brave Kinder sind. Das hast du schön gemacht, Otto. Ich danke dir. Und ich glaube, du hast ganz recht mit deinem Gedicht. Otto bekommt vom Nikolaus ein kleines Säckchen überreicht. Und nun ist Benjamin an der Reihe. Hast du auch ein Gedicht für mich gelernt, Benjamin? Ja, natürlich, Nikolaus. Komm bald wieder in dies Haus, guter alter Nikolaus. Ja, Benjamin, war das schon alles? Nein, Nikolaus, eigentlich nicht, aber den Anfang habe ich vergessen. Na sowas. Natürlich bekommt auch Benjamin ein Säckchen vom Nikolaus. Dann muss der weiter zu all den anderen Kindern. Und im Elefantenhaus, da werden die zwei Säckchen geöffnet. Ich habe selbst gebackene Plätzchen. Und du, Benjamin? Zuckerstückchen? Ich habe einen ganzen Sack voll Zuckerstückchen. Tada!